Also wenn ich letzte Worte von mir übermitteln muss an meine Frau, wäre das, du stinkst nach Eselkot und bitte, wenn ich tot bin, überzieh bitte nicht wieder mein Konto. Das wären so die letzten Worte, die ich an meine Frau hätte. Soll bitte auch auf meinem Grabstein Wir stehen. brauchen einen Sanitäter. Mich hat's erwischt. Nein, Ach, nein, sehe ich nein, selber. nein. Komm schon. Komm schon. Du darfst jetzt nicht sterben. Du darfst hier nicht einfach sterben. Ich glaube, wir werden das nicht schaffen. Ja gut, So. also klar, ich wollte jetzt helfen, ne? Ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs bei Sims 4 gemacht. Ich wollte jetzt gerade wirklich helfen, aber ja, wir schaffen das ja eh nicht, ne? Deshalb, tschüss, ne? Bist halt jetzt tot, ist halt so, ne? Ich hoffe, krieg ich irgendwie, ich fand dein Auto immer schön, krieg ich irgendwie deinen Mustang, so, vielleicht, so, und verreck jetzt. Und wenn er dann ja sagen würde, würde ich noch helfen, dass er halt nicht qualvoll verstirbt, ne? Also wenn er vorher noch ein Testament schreibt, dass alles auf mich übertragen wird, würde ich ihnen halt helfen, weil so qualvoll muss ja auch nie sein und so, da könnte man ja dann nochmal gegen schießen oder ein Kissen auf die Nase drücken. Unserem Angelausflug nach all dem. Sag sowas nicht. Wir werden dich hier noch rausbekommen. Ich werde das nicht packen können. Schade. Ich wurde getroffen. Sag meiner Frau, ich werde es nicht packen können. Was zum Essen zu Mich kommen? hat's erwischt. Nein, Sarge, du wirst es durchziehen. Du kannst es schaffen. Du packst das und wirst auf deinen eigenen zwei Beinen hier Weißt du, rauskommen. das ist wie so ein Fußballspieler, ne? Da hast du so eine kleine Wunde, eine kleine Schusswunde, was ja öfters mal im Fußball passiert. Und gleich. Und dann guckst du Frauenfußball an, natürlich wegen dem Ball auf dem Platz, ne? Ist ja klar, so, weil man ja auch die Punkte, hier die Tore sehen will. Und da gibt es so Frauen, ich hab ein englisches Fußballspiel mal gesehen, vollblutig, ne? Halbtot, spielt weiter. Und es ihr selber sagen können. Und außerdem steht sie gleich da drüben. Es ist nicht weit. Sie und ich hatten unsere Differenzen. Aber dann schoss sie mir mitten in die Achso, das ist ein Lunge. Rollenspiel. Bist du dir sicher? Okay, ich werde es ihr sagen. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, Ma'am. Aber Ihr Mann wurde getroffen. Er wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, Und nicht du von kannst deiner ihm sagen, Kugel. nachdem er endlich fertig ist mit Sterben, dass er die Garage aufräumen soll, wie ich es ihm, lass mich überlegen, tausendmal gesagt habe. Oh, okay. Ich werde es ihm sagen. Sergeant, wach auf. Bleib bei mir. Ihre Frau sagte, wenn sie fertig sind mit Sterben, sollen sie die Garage aufräumen gehen. Ja, du kannst ihr sagen. Ich mach's gerne. Hätte sie mir nicht in die Lunge geschossen. Ey, komm. Also komm, das ist jetzt keine Ausrede. Ich verstehe das ja, wenn Menschen wegen ihren Husten ein halbes Jahr nie auf Arbeit gehen können, weil das ist halt ein Husten. Aber wegen einer Schusswunde. Was ist denn das für eine Ausrede? Du kannst doch, nur weil du eine kleine Schusswunde hast und deine Gedärme aus dem Loch rauskommen, kannst du trotzdem mal die Garage sauber machen. Das sind immer diese Ausreden. Immer diese Ausreden. Ich hasse das. Da krieg ich so einen Hals. Krieg ich so einen Hals. Da ihn habe ich gesagt. Ich bin gleich wieder Wenn ihr da. wüsstet, wie manchmal meine Okay. Meerschweinchen Er mich sagte, angucken. du sagst ihm, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und er immer noch tot ist, töte ich ihn nochmal. Okay. Bleib einfach, wo du bist. Na, der Tod ist nicht einfach, Okay, ne? Sergeant. Also sie sagte das. Und du sag ihr, dass. Gib den doch einfach ein scheiß Telefon. Scheiß Schlampe. Also gut. Er sagte, hust, hust. Winsel. Ja, und du kannst ihm sagen, dass wenn er seinen blutigen Drecksarsch nicht hochbekommt, dann werde ich ihn einfach. Das ist alles deine Schuld. Meine? Warum hast du Ja. nicht einfach die Nicht. Garage aufgeräumt, Du bis du sollst das nächste Mal die ich. Garage einfach aufräumst? Warum ich Ja denn zu gut, ihr aber das gekommen bin? passiert halt, ne? Man räumt die Garage nicht auf, es kommt zum Streit, die Frau schießt auf einen und der Vermittler, der gleichzeitig der beste Freund war und gleichzeitig auch mit der Frau fremdgeschlafen hat, wird dann erschossen. Das sind so Dinge. Räumt eure Garagen auf, sonst passieren solche Fälle. Alles schon vorgefallen. Du hast mich total in die Lunge getroffen. Das ist Warum alles ist schon jetzt alles vorgefallen. einfach alles hier Das nicht ist wahr sein? jetzt. Nicht. Ich habe das auf TikTok gelesen. Alles schon vorgefallen. Die Erde ist auch eine Scheibe, ist auch wahr. Die wurde erst nur Scheibe. Ja.
Also seit 9 Monaten keine Videos mehr. Jetzt kommt die offizielle Erklärung dafür. Okay, kann ich nachvollziehen, verstehe ich. Hättest du jetzt gesagt, ja, ich bin gerade schwer krank, dann weiß ich nicht, dann hätte ich das vielleicht nie so verstanden, aber jetzt verstehe ich das. Also, definitiv. Da hätte ich mir noch länger Pause nehmen sollen. Du hättest dir noch länger Pause nehmen sollen. Ja, es ist halt immer so, ne, sowas passiert halt im Krieg, siehst du ja, und in der Liebe, ne, sowas passiert halt gleichzeitig gerne mal. Wenn ihr die Sachen nicht tut, die euer Befehlshaber euch sagt, ne, in dem Fall jetzt hier die Frau, ja, da kann das schon mal so weit ausarten, dass euer bester Freund daneben euch tot liegt und ihr werdet aus dem Tod rausgeprügelt, weil ihr dann noch am Ende die Garage aufräumen sollt, ne? Also schwierige Situation. Ich finde, die sollten definitiv mal zum Eheberater gehen. Und ja, ich hoffe, die kommen da wieder raus aus der misslichen Lage, ne? Ist halt jetzt doof, ne? Dumm gelaufen am Ende, aber so passiert's manchmal in der Liebe. Im Krieg, nee, aber in der Liebe. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchem da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.